Was? Häftlingskluft. Ich habe den Ausgang gefunden. Sterbe ich jetzt gleich? Ich glaube, ich sterbe gleich. Ich kann dich nicht hören, es ist so dunkel hier drin. Oh. Geil, ne? Nicht mal das erste Level geschafft. Okay, komm, neues Spiel. So, hallo, hier beim zweiten Teil vom Dungeons of the Endless Let's Play, Blind Let's Play, muss man dazu sagen. Und wie ihr seht, ich habe mich hier ein bisschen pixelmäßig gepimpt. Man muss ja ein bisschen was gleich schauen. So, und jetzt gucken wir hier mal, wie es hier weiterläuft. Sieht hier alles sehr dubios aus. Oh, guck mal, wie viel Nahrung wir haben. Ich glaube, dann können wir ihm auch gleich ein Level up verpassen. Neue Stufe. So, kannst du jetzt irgendwas Besonderes? Ulf? Hm? Nee, kannst du nicht. Schade. Egal, komm. Und der Heavy natürlich auch. Was stand da? Lächerlich, körperlich, was? Ich habe den Ausgang gefunden. Wuhu! Wer ist jetzt schneller? Ich würde sagen, der Heavy ist schneller, oder? Der hat doch immer diesen Vorteil hier mit Geschwindigkeit. Je mehr Hitpoints er hat, desto besser läuft das. Muss ich die Dinger jetzt hier eigentlich, kann ich die abbauen? Nee, kann ich gar nicht. Zack, komm, schnapp dir den Crystal, ich zeig dir, wie das geht. Ja! Ja, du Ulf! Ach so. Leichter als Sascha. Oh no. Ich glaube, er braucht hier mal Vision Assistance. Oh no. Sterbe ich jetzt gleich? Ich glaube, ich sterbe gleich. Komm, schmeiß den scheiß Kristall weg. Heavy! Hier, kann ich den... Nee, kann ich nicht. Ja, komm, hilft alles nichts. Installieren wir hier einen Gefangenen. Jetzt schmeiß doch... Oh. Der Heavy ist tot. Game over. Ja. Geil, ne? Hat jetzt irgendwie nicht so gut funktioniert wie erwartet. Aber weißt du was? Davon lassen wir uns jetzt nicht aufhalten. Nicht mal das erste Level geschafft. Auf zu leicht. Helden verloren 1. Und gleich den Kristall, den ich doch beschützen müsste. Eingebüßt. Okay, komm, neues Spiel. Ja, kennen wir doch alles. Lauter Leute sterben. An und für sich hat mir jetzt aber die Teamaufstellung doch ganz gut gefallen. Das heißt, aber jetzt nehmen wir mal den Pyromanen als Damage-Dealer und ihn als Ingenieur. Machen wir mal ein kleines Team Fortress Run. So. Bam. Okay. Ich denke, da muss man nicht viel überlegen. Was? Häftlingskluft. Gut. Damit kann ich bestimmt was anfangen. Das ist meine absolute Lieblingsspecial. Ihre Farbe löst Brechreiz aus. Ah. Okay. Ein bisschen schade, dass man das jetzt hier nicht gleich sieht. Hätte ich jetzt nicht gefunden, wenn es hier so eine Entsprechung gegeben hätte.
Jetzt bauen wir mal ein Nahrungsmodul. Vielleicht läuft es ja dann besser. Mal gucken. Ah, hier ist auch noch eine Tür. Okay, also den Flammenwerfer, den finde ich schon mal cool. Und nachdem das hier so ein zentraler Wichtigraum ist, zentraler Wichtigraum, auch schönes Wort, bauen wir hier nochmal so einen kleinen Treiber hin. Ich habe so immer einen neuen feindliche Kreaturen gefunden, schon wieder, du hast den Artefakt gefunden, okay. Das ist doch genau gleiche, oder? Genau das gleiche wie vorher. Okay, und hier können wir eigentlich auch nichts Großes bauen. Deshalb machen wir hier das Lämpchen gleich wieder aus. Komm. Raum kann nicht eingeschaltet werden. Unzureichend. Warum? Ich habe gedacht... Okay, ich habe nur 28 von dem Dust. Alles dunkel. Ich kann dich nicht hören, es ist so dunkel hier drin. Ah, hier 8 Dust. Und was ist das? Industrie gefunden. Was soll das heißen? Jetzt, also... Bitte. Fände ich jetzt schon gut, wenn man hier mal allmählich genug Dust hätte. Was haben wir jetzt? Das leuchtet einfach so. Ohne, dass man was tun muss dafür, oder wie? Ja gut, brauche ich aber gerade nicht. Es ist zwar lieber... Schauen wir mal hier rüber. Ah, 9 Dust. Oh, oh. No, no, no. I don't want no. Das ist gar nicht gut hier. Das ist gar nicht gut. Hält der sich eigentlich zwischen den einzelnen Levels? Ich glaube nicht, pass auf. Jetzt lassen wir unseren Ingenieur mal hier zurück. Gehen jetzt hier weiter nach oben. Oh, wir haben schon ganz viel Nahrung. Ich Trollophant. Schauen wir hier. Neue Stufe. Kann ich jetzt... Ah, noch eine Stufe, dann könnten wir. Und du? Du auch. Komm, was kann er jetzt Besonderes? Funktionstest. Repariert auch während eines Kampfes beschädigte Module. Das finde ich sehr schön. Das gefällt mir. So. Industrie haben wir ja mehr als genug momentan. Brauchen wir noch ein Nahrungsmodul oder? Ich glaube, wir bauen jetzt mal ein Wissenschaftsmodul. Davon haben wir so wenig. Und so, du bleibst jetzt mal hier unten. Da bauen wir noch einen Treiber hin. Der repariert Module. Das ist gut. Haben wir hier noch Power für den Raum? Der Raum wäre nämlich auch gar nicht schlecht. Da packen wir jetzt Energie drauf. Und, was haben wir hier gefunden? Eine Welle im Anmarsch. Ach ja, okay. Das hatten wir ja schon hinter uns gebracht. Hier bauen wir noch ein Industriemodul. Dann haben wir alle drei. Weil halt einfach die Ressourcen alle gleichermaßen... wichtig sind. Okay,
Okay. Wie konnte er sich jetzt so schnell heilen? Wie ist das jetzt gegangen? Hat er ein Level abgekriegt oder was ist passiert? Das habe ich jetzt gar nicht kapiert. Okay, egal. Gehen wir mal hier hinein. Kleine Störmodule kann ich gar nicht. Kann ich auch nicht. Warum nicht? Also Wissenschaft, Wirtschaft und dann ist ein Nahrungsmodul, ne? Genau. Okay, hier können wir jetzt also auch noch was reinbauen. Was könnten wir hier denn zum Beispiel reinbauen? Dann, nachdem wir so wenig Wirtschaftsdingsbums, Industrie haben, bauen wir hier noch ein. Ging gar nicht. Müssen wir noch einen Raum betreten? Betreten wir eben noch einen Raum. Sweet. Oh, Welle im Anmarsch. No. Nicht schon wieder sterben hier. No me gusta. Das Bügeleisenschild. Also es ist alles gar nicht so einfach. Was ist denn hier dieses Bügeleisenschild? Wo packe ich das drauf? Hier. Was kann das? Okay. Verteidigung 6. Gut. Ich glaube, ich lasse meinen Ingenieur jetzt einfach hier mal beim Kristall stehen. Das gefällt mir immer gar nicht. Kann man hier hin. Ach, der hat auch gleich repariert. Gut. Ja. Und hier die Mucke. Ganz scheinheilig. Was habe ich jetzt gefunden? Habe soeben den Ausgang gefunden. Das ist einerseits gut. Okay, sweet. Habe die letzte Tür geöffnet. Feindliche Kreaturen gefunden. Jetzt bin ich gespannt, ob der sich jetzt. Oh, das sieht gar nicht gut aus. Das war knapp, das war. Gerade noch. Ja, guck, und jetzt ist er wieder voll geheilt. Wird er nach jedem. Ach, der wird einfach nach jedem Raum voll geheilt. Aber jetzt pass auf, Obacht. Ich habe so das Gefühl. Die räumen mir hier gleich die Bude aus. Okay, wir können hier noch ein paar Räume mit Energie versorgen. Dann können da schon mal keine Bösewichte kommen. Ist hier. Unzureichend. Okay. Nachdem dem Ingenieur nichts zu schwören. Oh, wie lustig. Lassen wir den hier mal den Kristall dran. Ja. Das ist gut. Das ist gerade sehr gut. Läuft der jetzt auch? Oder läuft? Ja, da haben sich hier wirklich diese Türme schon bezahlt gemacht. Das finde ich schön. Oh.
Nein! Oh, jetzt muss ich wieder sterben. Komm, das ist ja aber auch fies. Schau dir das mal an hier. So kurz vorm Triumph, echt. Mann. Ja gut. Hilft nix. Und ich sehe, ich schimmel hier. Muss ich mal meinen Greenscreen im Hintergrund ein bisschen justieren. Okay, das mache ich jetzt und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich zum nächsten Teil dieses äußerst fordernden Spiels und Let's Plays. Vielen Dank fürs Zugucken und bis gleich.